Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute Dannys Geburtstagsvlog. Ich nehme euch mit bei den Vorbereitungen. Ich habe mich extra hier unten in mein stilles Kämmerlein versteckt, denn Danny ist oben und der soll natürlich nichts von den Überraschungen mitkriegen. Wir haben einiges vor. Der Tag ist voll gewesen bis jetzt schon und ich erzähle euch gleich mal, was alles passiert. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt. Zuallererst hoffe ich, dass es euch gut geht und ihr einen wunderschönen Tag habt. Heute ist der 29. Danny hat am 30. Geburtstag und wie jedes Jahr vloggen wir das Ganze natürlich für euch. Diesmal so ein bisschen durcheinander, denn es sind so viele Dinge gleichzeitig passiert. Übrigens, ich habe noch ein bisschen Schokolade an den Händen. Unter anderem auch, dass es passiert. Wie ihr sicherlich wisst, ist heute Feiertag. Es heißt also, ich hatte gestern wirklich richtig zu kämpfen, dass ich alles noch hinkriege. Danny hat sich ja gewünscht, dass wir ein paar Freunde von uns und vor allem die Familie hierher einladen und ihnen dann auch das neue Haus zeigen, beziehungsweise die neue Etage. Und sein Wunsch ist mir natürlich Befehl. Aber was wir beide, glaube ich, nicht so ganz auf dem Schirm hatten, ist, dass heute Ostern ist und gestern wir das komplette Haus wieder eingerichtet haben und wir auch bis 16 Uhr, glaube ich, gewartet haben, dass jemand kommt und die Bäume abholt und den Tisch abholt. Ja, und dann ging es um 16.30 Uhr bin ich dann auch endlich losgekommen und musste die Bestellungen abholen, die ich vorab getätigt hatte und ich hatte schon Angst, dass ich das bestellte Essen nicht bekomme. Ich habe so ein paar Sachen bei Butterlindner bestellt, beziehungsweise vorreserviert, einfach, dass wenn ich, je nachdem, wann ich komme, nicht alles weg ist, hat aber alles geklappt. So viele habe ich ja auch nicht geholt. Ein paar Sachen habe ich ja auch hier gemacht, wie beispielsweise Nudelsalat, Kuchen. Es geht ja auch nicht darum, hier ein großes Dinner zu fabrizieren, sondern einfach, um so ein bisschen was zum Essen zu haben. Und das haben wir jetzt. Das habe ich gestern alles auch wirklich noch abholen können. Hab natürlich so ein paar Sachen hier in den Kühlschrank gepackt. Hier unten haben wir ja Gott sei Dank auch noch einen, der eigentlich nur noch für die Tiefkühltruhe da ist oder für Getränke. So ein paar Sachen habe ich aber auch eingefroren, weil die Feier ja auch erst Samstag ist. Und zwei Tage die Sachen im Kühlschrank, das sind ja auch frische Sachen, ist immer so ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich einen Teil auch eingefroren, den ich dann heute Abend wieder auftauen kann. Aber ich habe auch gebacken und das ist im Moment so ein bisschen eine kleine Schwierigkeit, die vor mir lag, denn Danny ist ja eigentlich komplett ohne Zucker im Moment und auch nur bei einer Mahlzeit und deswegen habe ich probiert, den Geburtstagskuchen komplett zuckerfrei zu kriegen. Das habe ich auch geschafft. Ich konnte das Ganze nur nicht mitvloggen, weil Danny in der Zeit genau nebenan war und wenn ich geredet hätte, das ist ein bisschen schwieriger. Ich zeige euch den Kuchen aber gleich. Er ist sehr gut geworden, optisch zumindest. Ich glaube auch geschmacklich. Ich habe den Teig probiert und ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. So viel dazu. Die Dekoration habe ich gestern auch noch geholt. Ich kann natürlich jetzt noch gar nicht so viel vorbereiten. Das seht ihr alles gleich. Für mich aber dann erst morgen. Und jetzt müssen wir natürlich auch noch das Haus so ein bisschen auf Vordermann bringen. Aber damit ihr schon mal so ein grobes Update bekommt, was hier gerade passiert, wir gehen jetzt einmal schnell in die Küche und in den Kühlschrank. Ich dachte, ich zeige euch mal ganz schnell, was ich gezaubert habe. Einen komplett zuckerfreien Kuchen gemacht, bis auf natürlich hier ne, so die paar Streusel. Aber in dem Schokoladenkuchen ist kein Zucker, sondern wir haben Erythrit mit drin und ganz viel dunkle Schokolade. Und hier habe ich dann entweder für uns oder für unsere Gäste dann einfach auch noch so ein paar kleine Carrot Cakes gemacht. Das Frosting habe ich auch gemacht, auch natürlich alles ohne Zucker. Ich habe einfach auch das Erythrit genommen und daraus Puderzucker gemacht. Und der ist richtig lecker. Ich habe dann natürlich schon ein bisschen was probiert. Da seht ihr es, das sind so gefüllte, getrocknete Tomaten mit Mozzarella. Ein paar Kräuter habe ich oben noch mit drauf gemacht. Eine kleine Kühlschranktour gebe ich euch auch. Wir haben hier einmal Nudelsalat. Den habe ich selber gemacht. Den essen wir eigentlich ganz gerne. Aber dieses Mal mache ich die Mayo selber. Einfach, weil es deutlich besser schmeckt. Ich mache dann einfach immer so ein bisschen Knoblauch mit rein. Einen leckeren Tortellini-Salat mit getrockneten Tomaten und frischen Tomaten. Da habe ich dann noch frischen Rucola, den ich damit dazu packe. Ganz viele Getränke, die wir wirklich noch von unserer Verlobungsfeier hatten. Hier haben wir noch ein bisschen Käse und zwei verschiedene Käse. Ein Frischkäse, der ist so lecker. Ich habe manchmal dann auf einmal so den Einfall und denke mir, es könnte doch nicht genug sein. Deswegen habe ich mal den Thermomix, den ich ja wirklich nur
einmal im Jahr rausgeholt und habe hier einmal so einen super leckeren Karotten-Tomaten-Dip gemacht. Ich sage euch das Rezept. Eine Tomate, eine halbe Tube Tomatenmark, 120 Gramm Butter, Knoblauch, Zwiebeln, alles in Thermomix, ein bisschen warm machen, ein bisschen dünsten, fertig, richtig lecker. Und hier habe ich improvisiert, das ist ein Dattel-Frischkäse- und Curry-Dip. Der ist so, so lecker. Wir probieren natürlich. Tomate, Karotte, 10 von 10. Und dann hatte ich auch noch ein paar Buletten mitgenommen und Brötchen. Die habe ich aber alle in die Gefriertruhe gemacht, weil ich habe es ja eben schon gesagt, es gibt dieses eine kleine Problem und das nennt sich Ostern. Und heute ist Karfreitag, das heißt, ich hätte heute gar nichts holen können. Und morgen hätte ich es nicht mehr geschafft, alles abzuholen und dann alles vorzubereiten. Deswegen musste ich dann die Bulettchen und die Brötchen einfrieren. Die kann ich dann heute Abend rausholen, dass sie schön auftauen können. Und im Hintergrund seht ihr auch schon die Dekoration. Freunde, ich bin mittlerweile an dem Punkt, ich kann keinen Luftballon mehr aufpusten. Habe ich gar keinen Nerven mehr. Deswegen habe ich mir einfach gestern noch so eine Luftpumpe geholt. Die ist super, super gut und das funktioniert sehr, sehr schnell. Wir haben 60 Ballons, die ich gerne aufpumpen würde. Einfach damit es ein bisschen geburtstaglicher aussieht. Wir haben noch ganz, ganz viele andere Sachen. Das zeige ich euch aber dann morgen, wenn wir auch aufbauen. Ich kann natürlich jetzt noch nicht so viel aufbauen, weil erstmal Danny ist ja noch da. Und die Kleinkater, die finden natürlich Luftballons und alles, was sich nur ein bisschen bewegt, mit Sicherheit ganz toll. Guten Morgen und Happy Birthday, Danny. Mensch, das war ja was. Gestern Abend habe ich dann noch wirklich alles vorbereitet und ich habe es euch ja gesagt, ich hatte dann irgendwie so ein bisschen Angst, dass es irgendwie doch nicht reicht. Obwohl es ja wirklich eigentlich nur so ein, dass man ein bisschen was zu essen hat. Ich erinnere mich an unsere Verlobungsfeier. Da habe ich einfach so maßlos übertrieben mit dem Essen, dass ich habe heute noch Dinge eingefroren von August letzten Jahres. Jetzt seht ihr es, ich bin schon hier am Supermarkt meines Vertrauens, denn ich brauche Brötchen. Und die hole ich jetzt hier, dann bereite ich den Geburtstagstisch vor. Wir haben schon Kaffee getrunken oben im Bettchen und haben ganz entspannt in den Morgen gestartet. Wir haben auch endlich mal ohne Wecker sind wir aufgestanden heute früh. Danny hat nämlich ganz, ganz viel fleißig vorgedreht, dass er wirklich die nächsten 3 Tage auch über Ostern Zeit hat. Ich zeige euch einmal ganz schnell auch noch das Buffet. Die Gäste kommen nämlich gleich. Ich glaube, das reicht. Wir haben ganz viele verschiedene Produkte von Lindner, ganz viele selbstgemachte Sachen, Bulettchen, eingelegte Tomaten, Karottenkuchen, Nudelsalat und Charcuterie Board. Das ist so, so lecker. Das ist Ziegenkäse, selbstverständlich die Butter. Ganz viele Dips und Brötchen. Ich habe auch notfalls noch ein bisschen Baguette. Und im Ofen ist auch gerade noch das Schnitzel. Na, hier Geburtstagskind? Ja, hier sind wir wieder. Habe ich heute noch Geburtstag? Ja, wir tun jetzt mal so. Ja, weil es sind ja schon ein paar Tage um, ne? Ja. Ja, aber es lag ja daran, dass wir ja Geburtstagsurlaub und Osterurlaub hatten und sind tatsächlich heute auf den Montag zurückgekommen. Und Maxim hat ja einen wunderschönen Geburtstag mit zubereitet. Ja, hat es dir gefallen? Im wahrsten Sinne des Wortes zubereitet. Ja, hat dir das Buffet gefallen? Es war, also Maxim hat eine 1 plus mit Sternchen verdient. Und damit reden wir nicht von schlechten Hotels mit einem Stern. Ja. Nein, es war wirklich, wirklich schön. Also ich war so ein bisschen, habt ihr halt mitbekommen, ich war so ein bisschen ängstlich, dass es vielleicht nicht reicht. Aber es ist aber auch nichts übrig geblieben und das ist auch schon mal was Gutes. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass es zu wenig war, aber es war nicht so wenig. Nee, also ich habe am Ende ein bisschen verteilt. Es war wirklich schön. Also Maxim hat sich so viel Mühe gegeben. Es war ein wunderschöner Geburtstag. Mhm. Wenn ich mich so zurückerinnere, der letzte Geburtstag, der war nicht so gut, aber ansonsten war dieser Geburtstag mit Abstand wirklich der schönste Geburtstag, seitdem wir in der Bezi sind. Ja, das freut mich sehr. Der Tag ging auch so super schnell vorbei und wir hatten das Glück, dass das Wetter ja dann auch noch richtig, richtig schön geworden ist, sodass wir dann auch noch ein bisschen rausgehen konnten und einfach den Tag gut ausgehen lassen konnten. Bin jetzt tatsächlich auch froh, wieder zu Hause zu sein. Heute Abend bin ich nochmal live auf Twitch für euch. Mhm. Wir machen einen Geburtstagsstream, kommt gerne mit vorbei. Für ein Stündchen ab 19 Uhr ein bisschen zusammensitzen. Ich werde mit euch so ein paar alte Geburtstagsvideos uns anschauen. Ja, und das ist natürlich super spannend, weil wir Kommst du auch mit dazu? Nein. Aber ihr habt natürlich gesehen, dass wir die letzten Jahre eigentlich immer Geburtstage geblockt haben. Dieses Mal ein bisschen zeitverzögert, weil es einfach so viele Dinge auf einmal, ihr habt es ja mitbekommen.
bekommen, die passiert sind. Aber ihr habt schon mal so einen kleinen Einblick bekommen, wie Dennis 24. Geburtstag. Nein, wir können schon sagen, ich habe kein Problem damit, älter zu werden. 35 ist ein gutes Alter. Mhm. Ich würde sagen, es ist ein knackiges Alter. Und ich würde sagen, es ist auch ein bisschen ein erotisches Alter. Mhm, 35. Mhm. Ja, naja. Ja, auf einmal sind wir erholt. Ja, aber wie gesagt, wir freuen uns einfach, dass wir jetzt wieder hier sind. Bevor es dann jetzt wieder in die nächste Woche startet, können wir den heutigen Tag einfach nochmal nutzen, um ein bisschen Ist ja verrückt. Ich habe ja hier sogar so eine Wasserwaage. Ja. Kann ich das bei mir auch einstellen? Natürlich. Echt, ja? Ich habe so ein Raster in meinem Handy, dass ich sehe, dass das Bild gerade ist. Aber wir machen gerade die Aufnahme mit dem schlechteren Handy und ich bin ganz überrascht, dass wir da sowas haben. Ja, nein, das kannst du natürlich auch machen. Wir freuen uns jetzt, dass wir hier einfach nochmal ein bisschen runterkommen können, das Haus wieder so ein bisschen auf Vordermann kriegen können. Wir waren ja gestern einmal schon kurz hier und haben die kleinen Katzis gefüttert und mit denen kurz geschmust, damit sie nicht so lange alleine sind. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video. Ja, abonniert gerne diesen YouTube-Kanal für weitere Beziehungsvideos mit Maxim und mir. Freude, also hier nichts mehr verpassen. Wir verabschieden uns jetzt und wünschen euch noch einen schönen Rest Ostermontag. Tschüss. Tschüss.